Hi, willkommen zurück zu Where the Water Tastes Like Wine. Ich habe letztes Mal in Charleston aufgehört. In was auch immer das hier ist, irgendwo mittendrin in der USA. Sag mal, kann ich eigentlich auch mit Minus und Plus hier rausnehmen? Nee. Man muss 100 Mal am Mausrad drehen. Ich möchte mit dem Zug gern nach Chicago fahren. Schauen wir mal, ob ich da einen Deal bekomme. Ach, das ist wieder so ein... Ach, man kann nur von den Städten aus richtig mit dem Zug fahren, deswegen mach ich mal wieder den Schwarzfahrer. Was, auf einen Zug springen nach Chattanooga. Chattanooga? Was ist denn das? Also die einzige Bahnlinie, die ich hier sehe, geht nach... Chicago? Sehe ich das falsch? Oder weiß ich nicht so richtig was? Moment, ich muss mich hier mal kurz orientieren. Das ist der Ohio River. Dann sind diese gestrichelten Linien. Eisenbahnschienen? Wohl kaum, die sind ja immer an den Staatsgrenzen entlang. Whatever, I feel lucky. Das Leben eines Vagabunden beinhaltet eben manchmal auch, dass man wohin fährt, wo man eigentlich nicht wirklich weiß, wo es ist. Irgendeine coole Geschichte hier noch? Nein? Doch. Hallo? Okay, es hat sich wieder gefangen. Du springst vom Güterwagen ab und schleichst dich erfolgreich ungesehen aus dem Bahnhof. Strike! Sind wir in Chattanooga? Denke ich mal. Oh, Tennessee. Ja, das ist ja nicht schlecht. Also nach Nordwesten ein bisschen und dann bin ich an einer größeren Stadt. Das wäre. Wo ist Nordwesten? Wieso habe ich HP verloren? Ich wurde doch nicht erwischt. Da, Nashville ist da hinten. Da ist noch so ein Lagerfeuer unterwegs. Noch ein paar Geschichten auf dem Weg. Wir machen einen kleinen Umweg. Seine Deathbones. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich habe immer ein bisschen Angst bei dem Spiel. Ja gut, die Aufnahme läuft. Er hat seine Totenknochen gehört. Totenknochen? Heard him rattle like clank, clink, clank. More startling than wind chimes in a tornado. He plucks dry grass and chews on a piece. Ain't much time left now. Haben Sie Familie oder Sie wirken recht jung? Ich müsste mir die Symbole von den Tarotkarten vielleicht mal merken. Dann könnte ich vielleicht auch gezielt versuchen, irgendwelche glücklichen Geschichten oder sowas. Eher die Richtung vielleicht? Sent him a letter, mostly apologies. Bothered the postwoman a lot about how to spell this and that. Ain't that bad. He seems to perk up some. I did right by most folks. Sure was good to meet you. The man pauses, rubs his chin in contemplation. Don't let the bed bugs bite. He walks off slow. After his silhouette becomes small in the horizon, but before he vanishes, you see him collapse to the ground. Sick. Der Mann, der den Tod nicht scheute. Ja, der Mann, der den Tod nicht scheut, den beneide ich. Shotgun houses sit in rows under the tall shadows of smokestacks. A worker in full uniform hollers from a porch. Hi, traveler. Throw me inside. Got some literature here. Ich frage mich, also mal um kurz einen Einschub zu machen, ob die Leute damals wirklich einfach so mit Fremden gesprochen haben, weil das gibt es ja in der heutigen Zeit nicht mehr, oder? Keine Ahnung.
jeder nur in sein Smartphone vertieft. Ich bin nicht wirklich so der Typ, der sein Smartphone irgendwie jederzeit in der Hand hat. Aber auch ich rede ja nicht einfach jetzt irgendwelche Leute an. Ich meine, im Gegenteil, da käme ich mir eher komisch vor. Aber genug davon. Weil, nur so, weil man in so Vergangenheitsfilmen oder von älteren Leuten ja öfters mal hört, dass die Leute früher offener, nicht offener gewesen sind. So. Er hätte ein wenig Literatur für mich. Na dann. Folge ich einem Fremden in sein Haus? Meine Mama hat gesagt, das kann ich nicht machen. Landlord toss you out? Don't mind me, it's none of my business. He pries up a floorboard with a crowbar. He glanced over the man's shoulder to see inside the compartment. Canned goods, a pile of leaflets, the wood stock of a rifle. He replaces the board and stands. He hands you a can of whole potatoes, then a leaflet which reads, "No evictions, no fascists, no hunger." Headed back to the shop, but we'll have a Bible meet soon. Bibeltreffen sind nicht so ganz meine Klick. Yeah, nothing wrong with that. Careful in those boxcars, traveler, and take care of your neighbor. So mache ich das. Der Metallarbeiter im Unternehmenshaus. Sehr gut, da habe ich ein bisschen HP bekommen. Warum ich nämlich auch immer HP verloren hatte, weiß ich gar nicht, aber ich war ganz schön ubelau an sich. Ob ich irgendwann mal schlafen muss, weiß ich nicht. Ich laufe nach Nashville. Boah, nimm mich mit. Assi. Gut, zugegebenermaßen war ich etwas spät dran. Diese Mini-Lags machen mich fertig. So, es ist Nacht und ich ruhe mich hier. Man bewegt die Maus nur ein winziges bisschen und macht den harten 360. Okay, ich schlage ein Lager auf. Althea. Hallo, Althea. By God, I was. Okay, und wie bist du hier gelandet? I was born a poor girl in Memphis, Tennessee. No father, he run out. No mama either. She was there, but she weren't there really. Fast Sauerei gemacht hier. Okay, das tut mir leid. All alone before my Uncle Richard, my baby brother Marcus. All alone but for the guitar. Die Gitarre. Ich muss mal ganz kurz einen Timer mir stellen, dass ich einigermaßen die Zeit hinkriege. Sorry, Althea, ich wurde schon zweimal abgelenkt. Real life. Eine hoffnungsvolle Geschichte wäre jetzt schön. Kennst du eine? Hoffnung, Hoffnung, Hoffnung. Da müsste ich ja ein paar haben. Aha, also hier sind mal keine dabei. Dings. Nicht so wirklich. Hoffnungsvolle Geschichte. Die da ist eigentlich ganz hoffnungsvoll. Die ist traurig, aber irgendwie doch auch hoffnungsvoll. Ich meine, wer den Tod nicht fürchtet, der muss gar nichts fürchten. Das war, glaube ich, eher eine witzige Geschichte. Hoffnungsvolle Geschichte. Sag mal, habe ich da keine einzige oder wie, wo das passen würde? Scheinbar nicht. Aber hey, ich erzähle eine Geschichte von einem coolen Schaffner. My boy Franklin. Oh, that one made me smile. Freut mich zu hören. I got stories about sadness. Something in my mama just broke when my father left. Couldn't get her to eat most days. Let alone feed me and my brother. Ooh. I'm in the mood for a story with a bit of that tragedy to it. Ich hab schon fast gedacht, dass es nie jemand fragen wird. Tragische Geschichten. Hier hab ich kofferweise
Die hier zum Beispiel. That's like a song. Pretty insane. Okay. Zwei Stories später habe ich sie schon geaced. Home. Sometimes home speaks to you. But I felt like a foreigner after Uncle Richard died. I dreamed all night of running away with my brother, discovering we were African royalty, a little prince and a little princess. Ooh, how about a story about the dark and scary things in the world? Meine Mordsgeschichte? Will mir nie jemand hören? That's a mighty sad right now. Hm. Authority. Authority. The man, he told me he loved my songs. But when we got to Chicago, I knew he just loved my story. Little black girl all alone in the world. And would you tell the audience what this song means, child? Ooh, now I'm in the mood for a story with a bit of that tragedy to it. Gut, also sie ist eine Blues-Sängerin durch und durch. Sie liebt die Tragödie. Eine hoffnungsvolle Geschichte hätte ich hier ja mal wieder eine anzubieten. Fuck. Ich habe ein Gedächtnis wie eine Eintagsfliege. Was? Sie will eine traurige Geschichte? Das ist ja eigentlich egal. Ich habe das Auge eh schon geöffnet. I drink to that. Gut, kriege ich auch was? Heaven. The white man showed up in Memphis. Heard me singing for dimes outside the barbershop. I thought he was an angel when I met him. Ooh, now I'm in the mood for a story with a bit of that. Tragisch, tragisch, tragisch. Wie wär's denn die Nachtschwalbe, die auf den Tod lauert? Oh, now that pain. Bringt das eigentlich was, das hier zu überladen? Wahrscheinlich nicht. Oder vielleicht dann gleich fürs nächste Level. To live beside it, that wasn't my way. I told myself I was running away to take care of my brother Marcus. But I was just running. Ah, the sun is up. One more night gone. I need to be going. Mach's gut, ich hab deinen Namen vergessen. If you want to hear more about the deal I made, you can look for me up the road this way. Na, mal schauen, wie es so passt. I was about 25 when I left my first record contract. No more richer than I was before. Those men took me around like a freak show. Me and my guitar, my sad songs. I didn't know what to do once I was free again. Alone, drinking my sorrows. That's where the devil found me. The Blues Singer, Althea. Altheas Blues ist die Geschichte von ihrem Leben. Und ich komme nach Nashville. Nashville sagt mir nicht viel, um ehrlich zu sein. Also ich weiß, dass es eine Stadt in Amerika ist. Nashville, die Stadt ist erschöpft, aber das Blatt wendet sich, sagen zumindest ihre Bewohner. Zum einen wurde vor kurzem erst ein detailgetreuer Nachbau des griechischen Parthenon-Tempels in der Stadt errichtet, wenn das mal nichts ist. Du schlenderst in die ungefähre Richtung, um ihn dir mal anzusehen. Ich brauche Geld, ich brauche immer Geld. Und wir scheuen auch harte Arbeit nicht. Okay, da haben wir letztes Mal, wir versuchen es mit Höflichkeit. Okay. Hat nicht funktioniert. Heute gibt es nichts zum Arbeiten für mich. Schade, ich erkunde Nashville. From the windows of the store, you can hear a radio turned all the way up, tuned to the Grand Ole Opry show being played across town. Two young girls sit outside listening to the music. Suddenly, it cuts off. And they howl in protest. Möchte ich in den Laden schauen? Sind beides dieselbe Tarotkarte? Puh, so
so eine Entscheidung, wo es kein richtig oder falsch gibt. Ich rede mit den beiden Mädels, ha? Neither of the girls seems inclined to enter the store to see why the broadcast ceased. They seem to be preparing to leave on their bikes. When you approach, one says, Ah, don't bother. Always stops, exactly this time, every week. The other one matter-of-factly says, That's when he died. Before you can ask anything else, they've ridden away. The window is so grimy you can barely see through the glass. But it's obvious there's nothing to see anyway. It's dark and empty. There's certainly no radio, nor any people. Just a lot of sad dust marked where the furniture used to stand. Old memories. Ich müsste echt mal ein Let's Play von einem Amerikaner mir reinziehen und schauen, ob der mit den Geschichten was anfangen kann, weil... Außer, dass ich diesen Ichabod Crane aus The Wolf Among Us kenne, habe ich noch nie von irgendwas hier gehört. Sleepy Hollow, ja gut, das ist also dann diese Ichabod Crane. Ja, nee. Gut, also ich könnte jetzt meine HP wieder maxen, aber ich könnte meinen Dollar auch verwenden, um mit dem Zug zu fahren und da würde es ein paar ganz nette Sachen eigentlich zum Angebot geben. Atlanta, St. Louis, Cincinnati, Memphis. Wäre nett, wenn es mir immer sagen würde, wo das in etwa ist. Ich schau mal auf die Karte. Ich möchte nach Westen. Okay, man kann die Sachen ein- und ausblenden. Ja gut, das sagt mir halt alles überhaupt gar nichts. Dann behalte ich meinen Dollar. Beziehungsweise gebe die Hälfte davon aus. Indem ich mir ein Sandwich oder ein scharfes Grillhuhn, klingt ja geil. Das Tagesmenü. Ob das hier gut oder schlecht ist, bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher, um ehrlich zu sein. Erst ein scharfes Grillhühnchen. Fuck it, dann trinken Eiskaffee. Gut, das hat nichts gebracht, das war nie wasted. Fuck. Andererseits, einen halben Dollar für den Eiskaffee ist niemals verschwendet. So, ich würde gern trampen nach Arkansas. Das wäre Westen. Wo ist Westen? Warum will die Kamera nicht das, was ich will? Fragen über Fragen. Gut, das ist die Straße nach Arkansas. Ich bereite mich vor, irgendein Auto anzuhalten. Hier, nehme ich mit, nehme ich mit, nehme ich mit. Yes, boy, danke. Da hinten ist schon wieder eine größere Stadt. Das zu kämpfen hat mit dem Spiel irgendwie, mein PC. Wie gesagt, das ist nicht gerade die... fancyste Kiste, aber ich konnte jetzt Kingdom Come. Konnte ich zocken, nicht gerade auf High Details, Medium Details. Aber hier bricht er ja schon weg. Ah, Memphis. Na, da habe ich ja ein bisschen Geld gespart. Statt einen Dollar auszugeben. Wir betreten Memphis. Gibt's hier Arbeit? Man braucht er auch immer ein bisschen. Bis er sich hier wieder eingekriegt hat. Du wanderst durch die Straßen der Stadt auf der Suche nach einer möglichen... Ja gut, das kennen wir ja schon. Ah, ich suche immer nach Arbeit. Du gesellst dich zu einer an der Straßenecke wartenden Gruppe von Tagelöhnern. Kurze Zeit später kommt ein Lieferwagen vor euch zum Stehen und die ganze Meute hüpft auf die Ladefläche. Ist ein guter Job, versichert dir eine Frau. Ihr fahrt eine kurze Strecke, bis der Wagen hinter einem Fabrikgebäude anhält. Alle springen heraus und schlüpfen in schwere Mäntel hinein. Wozu? Die ganze Fabrik ist ein gewaltiger, eisiger Fleischkühler. Nach nur wenigen Minuten klappern dir bereits die Zähne. Die Kadaver herumzuschleifen ist harte Arbeit, aber auch sie wärmt dich nur bedingt. Schon bald sind deine Hände völlig taub. Komm, wir sind doch keine Pussy. Na komm, das war ja klar. Du beißt die Zähne zusammen und arbeitest weiter. Als die Nacht hereinbricht, zitterst du wie Espenlaub.
Du wirst für einen ganzen Tag bezahlt, doch das war es kaum wert. Warum? War doch nicht schlecht. Bisschen kalte Finger für einen Dollar. Peabody Hotel. The words adorn the exterior wall. Each letter the size of a window. The lobby is upholstered furniture and gold chandeliers. But such luxury is a mere accessory to the centerpiece. A travertine marble fountain in which five ducks swim. Fancy, fancy. A handsome bunch of feathered fellows, all having a nice time in the water. A bellman in a blue cotton uniform, black cane cupped in his hands, takes notice of your interest in the waterfowl. Would you happen to be here to witness the duck march? Klar. A wide smile crosses the bellman's face. Oh, a newcomer. Well, this is a little ceremony I introduced. Every day I march these babies into the elevator, all the way to the roof. Then I march them back down to this fountain. Ja, jetzt drauf. Sind das Enten zum Essen? Wer fragt denn sowas? The bellman gestures toward the closest duck. You notice now. The ducks have had their flight feathers trimmed, though their beauty remains intact. Now, don't look so concerned. I spoil them rotten. The feathers will grow back. Machen sie ja beim Tower von London mit den Raben. War ich mal als Kind, habe ich besucht, habe ich voll fies gefunden, dass die diesen Raben die Flugfedern stutzen, dass die nicht wegfliegen können. Die werden dann natürlich gefüttert, das alles später, also denen geht's da schon gut, aber den einfach so die Freiheit zu nehmen, finde ich auch immer noch ein bisschen fies, muss ich ehrlich sagen. Ich nicke. Okay, hier hat sich mal wieder ein Übersetzungsfehler eingeschlichen, aber ist ja kein Problem. Und ich muss mal wieder selber das Voice Acting übernehmen. The bellman checks his silver stopwatch. It's time. The bellman taps his cane on the marble. Right away, the ducks hulk up a frenzy and hop out of the fountain. They beat the water out of their wings and waddle toward the elevator, guided by the bellman's cane. Magnificent. What sweet, gentle creatures. Soll man sich aber nicht täuschen. Enten können auch ganz schön fiese Viecher sein. Die Enten im Hotelbrunnen. Coole Geschichte, Mann. Coole Geschichte, Mann. So, ich bin vollkommen getoppt. Sowas sehe ich gerne. Dann tue ich mal noch im Umfeld hier ein paar Geschichten einsammeln. Memphis gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Eine gute Stadt. Dieses Hotel, von dem es gerade... Sorry, ich bin ruhig. Like a child would sit. Beneath the tattered fabric of his antique uniform, several open wounds fester in the hot sun. Lend a hand, traveler? Muss ich jetzt seine dreckigen Wunden verbinden, aber ich meine, wenn sonst keiner macht. His body is marked with bullet holes, along with deeper wounds that could be from knives or bayonets. Maggots squirm inside the raw, red flesh. About time I earned an amputation. You seen any blue bellies around? Was, Yankees? Der Unabhängigkeitskrieg ist aber vorbei. Und Maden in den Wunden, das ist ja wirklich... The soldier leans in, uncomfortably close to inspect your features. Ist doch wieder irgendein Geist oder sowas, oder? Were his pupils solid white before now? He tilts his head, narrows his eyes, sniffs you. What are you, stranger? What are you, stranger? A shadow falls on the soldier's face. You damn Yankee! He pulls you okay. By the wrist. Ich nehme alles zurück. Memphis ist eine Scheißstadt. As the blade bites your flesh,
The soldier stares into your eyes, his body dispersing into the wind like a cloud of dandelion seeds. So einer, echt? Da war ich jetzt hier gerade mal so schön gemaxt und dann kommt so ein komischer Soldatengeist und sticht da ein Bowie-Messer im Bauch. The cave is really a man-made hole breaching into an earthen mound. The man, khakis dirtied by kneeling on the rough earth, has assembled a macabre little pile of skulls to the side. Wollen wir wirklich jemanden anlabern, der gerade einen Haufen Schädel anrichtet? Okay. He wipes his hands on his pants. This pile of skulls, clearly claimed from his enemies by an Indian chieftain, would be perfect for any cabinet of curiosities or sideshow attraction. Why, these skulls belong to no one. They're just here. Lying under this mound, waiting for an enterprising soul to make something of them. Isn't this what America's all about? That's what America's all about, so sieht's aus. Little sunlight reaches that deep in, but you can still see the skeletal remains. Their heads, carelessly removed, laying neatly in their excavated resting places. Each one lovingly surrounded by stone effigies, earthenware, and copper plates in the shape of winged warriors. Mir ist ziemlich egal, was der hier mit den Leichen macht. Die haben's hinter sich, denen ist das egal. It's empty now, but the back will soon be laden with stolen remains. Ja, lass ihn doch, von mir aus. Men like him have already won. Might as well let them have their spoils, meaningless to them as they may be. Gut, das hat ein Grabräuber. So, jetzt muss ich meinen hart verdienten Cash hier gleich wieder raushauen. Wir gönnen uns das Tagesmenü. Nein, gönne ich mir das Tagesmenü? Das ist ein teurer erster Rest, aber... Gibt dafür auch gleich ein ganzes Herz? Ja, okay. Gut, dass ich das getestet habe. Eine gute heiße Mahlzeit. So. Wie es laggt, wenn die Kamera drehen möchte. Gut. Dann mal wieder ein bisschen Trip-Planning. Und zwar... Wie heißt denn das? Das ist aber nicht mein Boy Franklin, oder? Nee. Das ist ein bisschen vom Weg weg. Ich möchte nach Westen. Oh, New Mexico. Cool. Kann ich vielleicht ein bisschen Crystal Meth kaufen noch auf dem Weg? Ich denke mal, ich folge der Straße nach Westen. Oh Gott. In der Dunkelheit, da kenne ich ja nicht mehr richtig meinen Kompass. Okay. Das hier ist Westen. Kann ich über die Brücke laufen oder? Alter, wie dieses Spiel laggt, ist unglaublich. Okay. Eine Autobrücke. Ausschließlich scheinbar. Ich warte mal noch ein bisschen, vielleicht nimmt mich einer mit. Das überhaupt funktioniert hier an der Stelle. Ja, ich muss mal hier rüber und mit dem Boot übersetzen. Okay, die Straße führt jetzt aber nach Norden, ich will aber sich nach Westen. Wo zum Geier soll das jetzt gerade gewesen sein? Welchen Fluss haben wir überquert? Den hier oder den hier? Und warum bin ich dann hier? Gut. Nicht alles auf der Welt muss auch Sinn ergeben. Ich laufe einfach zu Fuß durch die Pampa. Bin ich jetzt genau fast rumgelaufen? Nee. Testen mal, ob mich einer mitnehmen würde. Zu spät. Gut, ich laufe durch offene Felder. Ich kann fast die Luft in meinem Gesicht spüren. Kommt ein Zug durch.
Stories. Immer wenn er irgendwas da hinten im Hintergrund rendern muss, kippt es hier aus den Latschen. Was ist denn das mit dem Spiel? Sieht nicht das mal rein? Oh Mann. Also es ist ja wirklich zum Glück kein Spiel, wo Reaktionen oder irgendwas gefordert sind. Sonst würde ich das wirklich nicht mitmachen. Hier ist jetzt wirklich nur ein Ärgernis, sag ich mal. Interessante Sache. Wir ruhen uns aus. Making a series of heavy, hollow sounds. You think about wind chimes and the smell of fresh pies on windowsills. Ach, so ein Ami-Ding irgendwie, diese Windspiele. Und dazu frisch gebackene Apfelkuchen. Wobei das mit den Flaschen auf einem Baum eine geile Idee ist, muss ich mal meine ganzen Bierflaschen draußen im Garten aufhängen. There's no one around. Not until you look up at the bottles. They're filled with bright blue orbs, and words echo from them. None seem to notice your presence. Ich höre dem Lachen zu in der Hoffnung, dass ich dann eine glückliche Geschichte bekomme, weil die wollen die Leute. Porcelain, chrome, the rusty ones. Gotta turn those sleek faucets. Ever find me in a hardware store, I'm gonna haunt it till the cows come home. Laughter rumbles inside neighboring bottles. Der Geist eines Eisenbahnhändlers. Der Baum mit den Flaschen an den Zweigen. Was ist das hier? Will ich das? Ist das gefährlich? Was für ein Sturm, stößt der Farmer hervor und zeigt auf den bewölkten Horizont. Wir müssen die Ante reinschaffen, bevor sie von den Feldern gespült wird. Kannst du helfen? Gemeinsam mit seiner Familie pflückst du das Gemüse vom Feld. Als der erste Regen fällt, seid ihr alles sicher im Trocknen. Und du hast ein paar extra Münzen in deiner Tasche. Sweet! Haben wir einem Mitmenschen geholfen und gleichzeitig ein wenig unsere Reisekasse aufgebessert? Gut, ich folge dem Fluss nach Oklahoma. Der Arkansas River. Ist das schon ein bisschen langweilig, wie hier manche Sachen benannt sind bei den Amis. Nennen die ja auch nicht einfach Baden-Württemberg-Fluss oder Hamburg-Fluss oder sowas. Rom-Fluss. Ich glaube, es hat mindestens eine Stunde zusätzliche Spielzeit aufs ganze Spiel gesehen, wo man die Kamera wieder neu justiert, nachdem es laggt. Nach dem Part, wenn ich den mal fertig habe, musste ich echt mal ins Internet schauen, ob es da irgendwelche Fixes gibt. Das ist so nervig. Ich meine, was macht's denn? Es gibt doch nicht wirklich viel zu rendern. Es ist auch noch alles flach hier, ein paar Bäumchen. Gut, wo sind wir hier? Ach, diese weiße Striche, wie ich gelaufen bin, jetzt, okay. Also nach New Mexico müsste ich jetzt, oder hätte ich hier über den Fluss müssen, oder? Vielleicht nimmt mich einer mit. Das wäre nämlich ein ganz schön weiter Weg. Hello, please. Kein gottesfürchtiger Mensch. Helfe dem Weary Traveler. Du es, genau. Gut, das wird mir ein gutes Stückchen Weg abkürzen, denke ich mal. Was, das war's schon? Nein, hey, halt!
Gotcha Kicks on Route 66. Bin ich auf der Route 66? Ja, geil. Ah, fucking hell, Mann. Muss man echt das erhöhten Schwierigkeitsgrad sehen, dass man nebenher noch die Kamera bekämpfen muss. Oklahoma City. Ziemliches Nest ist das ja. So, ich glaube, dann höre ich mir die Geschichte gar nicht mehr an, weil der Part ist jetzt auch schon wieder lang genug. Dann mache ich Schluss für den Part. Schau mal, ob ich irgendwie die Performance noch irgendwie verbessern kann, ohne dass ich die Grafik vollkommen runterschrauben muss, was ja nicht mal was bringt. Aber wie immer, genug des Gerante. Ich wünsche euch was, ja? Ciao, ciao.